Unser nächster Gast bei den besten Comedians Deutschland hat einen Abiturabschluss mit einem Notendurchschnitt von 4,0. Wir sagen, für Raketenwissenschaft hat es nicht gereicht, aber ein paar Heuler hat er dabei. Hier ist unser Mann aus Ostfriesland, hier ist Assabadian! Was geht ab? Was geht ab, was geht ab, was geht ab? Habt ihr noch Kraft? Wie sieht's aus? Ja, geil. Geil, geil, geil. Ey, ja, stell mir erstmal vor. Hi, was geht ab? Ich bin Asan, 25, komme aus Emden, aus Ostfriesland. Ich weiß, sieht man. Steht mir ins Gesicht geschrieben. Was soll ich machen? Kann man nichts machen. Mein Vater, der kommt aus dem Senegal. Der ist nach Deutschland gekommen, weil er unbedingt Fußballspieler werden wollte. Es hat leider nicht geklappt, der hat sich verletzt, Traum geplatzt. Hat er an uns weitergegeben, ich habe mich letztes Jahr auch verletzt, wird glaube ich nichts mehr. Wirklich das Aufwachsen mit afrikanischen Vätern, das ist die Hölle. Diese Menschen, die bekommen Kinder als Kapitalanlage, ohne Spaß. Ehrlich, Deutschland ist vielleicht Bitcoin Afrikas, Kitcoin. Echt. Jedes Familientreffen ist wie so ein Portfolio-Vergleich. Mein Vater steht da so und sagt, ja, das sind meine 4 Kitcoins, keine Ahnung. Einer davon wird meine Miete bezahlen. Ich meine, ich bin hier, ich rede mit euch, ich bin es garantiert nicht, keine Ahnung. Naja, aber die Schulzeit, das war hart. Weil es gab auch so Momente, zum Beispiel Ole, der kam mit jeder Scheiße durch. Der kam mit allem durch, was er gemacht hat. Und ich habe ihn gehasst dafür. Wirklich, einmal kam ich in den Klassenraum und ich sehe seinen Stuhlstand nach oben, weil er jeden Tag geschwänzt hat. Niemand hat was gesagt, ich sehe seinen Stuhl steht nach oben. Ich war sauer. Ich denke, wie kommt der damit durch, Alter? Und eines Tages habe ich gesehen, ich habe mir so einen Fußball mit in die Schule genommen. Meinte so zur Klasse, ey, soll ich seinen Stuhl runterschießen? Und alle so, ja, mach, mach. Ich dachte, okay, ich mach das. Und ich lege mir den Ball hin, ich schieße den Ball. Der Ball fliegt in den Stuhl, prallt ab, fliegt durchs Fenster, so ein kreisrundes Loch im Fenster. Ich habe Panik bekommen. Aber aus dem Augenwinkel habe ich gesehen, Jacqueline, die kleine Petze, die kriegt noch mehr Panik. Der hat direkt Schnappatmung bekommen, sagt, Asan, ich muss das melden. Ich sage, Jacqueline, beruhig dich. Wirklich. Sag, bitte. Jacqueline, komm runter. Bitte, sie kam auch runter, aber sie kam runter auf Augenhöhe. Sagt, Asan, mir sind da die Hände gebunden. Ich muss es leider melden. Ich sag, Jacqueline, mach keinen Scheiß. Ich bin zu dem Fenster gerannt. Ich habe Panik bekommen, habe die Restfensterscheibe auch aus dem Glas geschlagen. Ich dachte, Rest lügen wir weg, gar kein Ding. Und es hat auch geklappt am Anfang und ich dachte, ich wäre safe. Das Problem ist nur, es war Sommer und deswegen war ich safe. Ich habe einfach vergessen, dass irgendwann Winter kommt. Würde ich irgendwann im November, wir schreiben eine Klassenarbeit, meine Lehrerin kommt in den Raum und sagt, so kalt hier, oder? Jacqueline hat darauf gewartet, sagt, ja, kalt, sieht. Wirklich. Wir schreiben die Klassenarbeit. Niemand schreibt, alle gucken auf meine Lehrerin. Meine Lehrerin läuft durch den Raum, jemand guckt sie so aus dem Fenster, alle gucken auf sie. Keiner schreibt, sie guckt aus dem Fenster, guckt auf ihre Hand, guckt wieder durchs Fenster und schiebt ihre Hand so ganz langsam durch dieses Fenster. Wie bei so einem schlechten Zaubertrick. Sie hat selber nicht geglaubt. Sie ist beim Doppelchecken, sie ist zum anderen Fenster. Hier geht nicht, keine Ahnung. Hey. Aber ihr habt's gehört, ich hab mein Abi trotzdem sehr gut geschafft, 4-0, vielen Dank. Ein kluges Pferd springt nur so, wie es muss, keine Ahnung. Aber das war so, weil ich wollte unbedingt mein Abi schaffen, weil ich wollte unbedingt studieren, ich hatte einen Traum, wirklich. Und mein Traum, das war BAföG. Bis ich gemerkt habe, ist gar kein Studiengang. Da war ich überrascht, ich dachte, krass, okay. Und dann dachte ich, trage ich mich für irgendwas anderes ein. Und dann habe ich mich für irgendwas eingetragen, damit ich BAföG bekomme. Und dachte, okay, das klappt schon. Und dann habe ich so einen Monat später den ersten Anruf von dieser BAföG-Tante bekommen. Sie ruft mich so an, sagt so, hallo Herbert Jahn, wir brauchen noch die Daten Ihres Vaters. Und ich war so, ja, ich weiß nicht, wo der ist. Da meinte sie, ja, wir brauchen die aber. Ich sage, ja, ich brauche den auch. Dann hat sie was gesagt, das hat alles verändert. Da meinte sie, ja, okay, dann suchen wir ihn. Ich sage, Jackpot. Ich habe all meinen Freunden und Vater gesagt, ihr studiert wirklich, die finden den, keine Ahnung. Und dann kam nach einem weiteren Monat der zweite Anruf von dieser BAföG-Tante. Sie ruft mich so an und sagt so, hallo Herbert Jahn, wir finden ihren Vater nicht. Ich sage, ja, willkommen im Club. Ich sage auch nicht, was willst du von mir? Dann meinte sie, okay, dann suchen wir ihn jetzt übers Einwohnermeldeamt. Ich hatte Einwohnermeldeamt. Damit kommt dann niemand zu, ja, how are you, Bruder?
Der ist gefickt. Ich habe mich richtig gefreut und dann kam der dritte und letzte Anruf. Der dritte und letzte Anruf kam. Ich war aufgeregt. Ich gehe ans Telefon, ich habe direkt gemerkt, irgendwas war anders. Auf einmal hatte sie so einen Vaterkomplex. So viel sie an und sagt, hey, hat er sich bei dir gemeldet? Auf einmal hatten wir so ein Ding am Laufen, ich muss sie trösten. Ich sage so, nee, aber der kommt wieder, versprochen, keine Ahnung. Und ich hab das Studium direkt abgebrochen. Ich dachte, ohne BAföG, das mache ich nicht, ich bin ja nicht dumm. Dann habe ich ein FSJ gemacht, sagt euch das was. Ein freiwilliges soziales Jahr, ja, ich habe es gemacht. Im Jugendzentrum. Und kleine Kinder jeden Tag 8 Stunden in FIFA abziehen, das ist ein Traumjob. Wirklich. Ich kann das nur empfehlen. Egal, wie hart dein Tag war, der wird besser, versprochen. Ich meine, es gab auch andere Momente. Stehst du an der Theke und der kleine Jan sagt zu Sunay so, du Hurensohn. Ich denke, uff, da muss ich eingreifen. Ich bin direkt zu Jan gegangen. Ich sage, lässt dir das gefallen, Digga. Würde ich da wie so ein Billardkill rübergeschlagen. Ich sage, hau ihn, was ist mit dir? Aber Jan war so ein kleiner, komischer Deutscher, der hat auf einmal so Star Wars Jedi-Tricks gemacht und versucht, Sunay zu erwürgen. Und dann dachte ich, jetzt muss ich wirklich eingreifen, aber ich will es auch sehen, weil wenn das klappt, das wäre schon cool, keine Ahnung. Wirklich. Ey, ich kann nicht verlieren, wirklich. Gibt es von euch jemanden, der mit Kindern arbeitet? Das ist krass. Man hat Lieblingskinder, oder? Doch, sie sagt ja, wirklich. Das ist einfach so. Mein Lieblingskind am Anfang, das war Tom. Wirklich Tom, aber der war zu alt für sein Alter. Das war krass, ich hatte Angst vor dem, der war schlauer als ich. Wirklich Tom, Tom war so ein 6-Jähriger, aber in ihn steckte so ein 40-Jähriger. Also mental. Das seid ihr, das bin nicht ich, keine Ahnung. Wirklich, ich hatte Angst vor dem. Jedes Mal, wenn er reinkam, der kam mit Händen auf dem Rücken ins Jugendzentrum, hat mich gesucht. Ich stand in der Ecke, ich hatte Angst vor dem, hat mich versteckt. Ich denke, ja, hier sieht er mich nicht, keine Ahnung. Und dann hat er mich jedes Mal gefunden und mich so rangeschimpft. Ja, Hassan, herkomm, herkomm. Herkomm. Und ich bin hingegangen, weil ich habe Respekt vor Älteren, keine Ahnung. Stehe ich mit ihm in so einer Theke, er sagt, machst du mir einen Kaffee und einen Mandala? Und ich weiß, ja, keine Ahnung, wird schon richtig sein. Meine Freunde kamen ins Jugendzentrum, selbst die hatten Angst vor denen. Wirklich, der schnappt sich so meinen Kollegen Malik. Er sagt, Malik, herkomm. Und er guckt ihn so tief in die Augen und sagt, ich habe dich jetzt mit deiner Freundin gesehen. Und Malik so, ja, wo, in der Stadt? Und der Tom guckt ihn so an und sagt, die ist voll hässlich. Ich bin direkt hingegangen, ich sag, Tom, sowas sagen wir nicht. Er sagt, trotzdem hässlich. Ich sag, okay, ich habe alles versucht. Aber in dem Moment ist mir auch aufgefallen, ich liebe zu ehrliche Kinder, wirklich. Ich wünschte, man könnte die mieten, stell dir das mal vor. Ihr seid mit dem einen Kollegen unterwegs, der immer Scheiße labert, der kleine Tom ist so dabei. Er sagt, ja, ich glaube nicht, dass es so passiert ist. Wirklich, und das Ding ist, das wäre so ein ganzes Portfolio, du kannst so den kleinen deutschen Tom mieten, aber auch so einen kleinen Kanaken, so nach mit der ist, wallah, ist nicht passiert. Für so Purdeutsche gäbe es so einen Ostdeutschen, der wäre so, ja, keine Ahnung, ob das wirklich so passiert ist. Ich würde die sofort mieten, weil ich kann nicht Nein sagen. Wirklich, ich kann nicht Nein sagen. Das ist mir besonders in der Corona-Zeit aufgefallen. Wirklich, mein Kollege kam zu mir und meinte so, ey, ich brauche deine Hilfe, wir müssen meinen kleinen Bruder zum Impfen bringen. Und sein kleiner Bruder, der ist Autist, der hat eine Spastik in der Hand und im Bein. Kann schlecht Nein sagen. Und dann standen wir da, haben auf unseren Termin gewartet und da kam schon so eine Horde Menschen auf uns zu. Ich habe es direkt gecheckt. Corona-Demo. Ich dachte, fuck, gefundenes Fressen. Die kommen auf uns zu, sehen uns und einer schreit so, seht ihr? Das passiert, wenn ihr euch impfen lasst. Das war auch meine Reaktion. Was machst du in so einem Moment? Schreist du ihn erst an oder tröstest du ihn erst? Und ich wollte so gerade was aufbauen und sagen, da schreit der Typ aus der Menge so, ihr werdet schwarz. Ich sag, was? Wirklich, ich wartet. Wirklich. Ey. Ich bin so einen Schritt zurückgegangen, um sicher zu gehen, dass er ihn aussieht. Ich sag, ich? Der kleine Bruder von meinem Kollegen dreht sich um, er sagt, ich will nicht schwarz werden. Ich sag, Digga! Das war meine Zeit, das war's von mir. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Dankeschön an Hassan Badian.